Also wir hatten generell sehr viel Wert darauf gelegt, es nicht als Theater zu verstehen, sondern als kulturwissenschaftliche Forschung. Also wir haben auch immer gesagt, wir sind keine Regisseure, wir machen kein Theater, wir sind Kulturwissenschaftler, die The inszenieren. medium is the message. Direkt auch uns das Ziel gesetzt, nur von den Medien auszugehen erstmal und nicht von klaren theatralen Szenen, die wir dann durch Medieneinsatz irgendwie besser machen oder verstärken, sondern tatsächlich zu gucken, was erzählen uns Medien. Aber unsere Hoffnung ist natürlich, dass nicht nur wir uns drin wiederfinden, sondern dass unsere Besucher dann auch über die Art und Weise, wie wir eben mit Medien umgehen, dann vielleicht auch über ihren eigenen Umgang mit Medien Ein reflektieren zentrales können. Anliegen wäre tatsächlich zu sagen, es fehlt an Kulturtechniken im Umgang mit Computern, Computerspielen, dem Internet. Das macht uns das heutzutage so schwierig, mit den Dingern umzugehen. Also, ich glaube, Theater hat eine Chance, wo es sich auf die neuen Sachen einlässt, auf diese neuen Medien, auf die Digitalisierung reagiert, wo es ein Denkraum wird, wo es mir die Reflexion auf eine andere Art und Weise als die wissenschaftlich rationale Reflexion ermöglicht, indem ich ästhetisch reflektiere über Gegenstände, indem ich sie sozusagen theatral behandle durch den Theaterkatalysator jage. Deswegen besteht für mich die Zukunft des Theaters viel mehr im Theater machen, was sich auch an der Ausbau der Theaterpädagogik an vielen Theatern zeigt und am damit anderen Wahrnehmen von Medien, also an Schulung von Wahrnehmung, was Theater immer war und auch sein kann, als darin, dass man eben abends um 20 Uhr in die neue Faustvorstellung geht oder in die Inszenierung von dem und dem großen Namen, der jetzt wieder mehr oder weniger seine eigenen Befindlichkeiten auf der Bühne verhandelt. Und ja, das interessiert mich weniger, eben viel mehr Theater eben als Denkraum, als Denkmaschine zu begreifen. Also wer sich darauf einlässt und Spaß dran hat, der wird bestimmt auch hier herzlich empfangen. Und wer damit nichts anfangen kann, den will ich aber auch nicht bekehren. Das muss ja auch nicht jeder jetzt ins Theater gehen. Ja, kommt zu Projekt Ariel und schaut, ob wir all das, was wir hier versprochen haben, einlösen können.